Ja, servus Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session. Hallo, ne? Hallo. Ja, mal gucken, ob wir es jetzt geregelt kriegen mit dem Hinlegen. So, ich liege. Ja, es Moment. Ist schon Tag. Nein. Ich bin auf dem Weg dahin. Zwei Sekunden. Eins. Liege. Action! Warte, ich hab frei! Irgendwie funktioniert es hier nicht mit euch. Ich liege. Ja, weißt du, er sagte, ja, okay, Juhu. Dann legen wir uns nicht mal hin, dann gehe ich raus. Ja, wir legen uns doch hin. In der Ruhe liegt ja, die Kraft. Ganz hier und die Bude. Solange bei mir nichts brennt, ist alles im Grün. Oder um die Bude rum. Aber eigentlich könnte ich doch mal alles hier in die Öfen feuern. Könntest du mal tun auch, ja. Das hart erarbeitete. Spring, blöder Golem! Schubs ihn doch, hau ihm einen auf die Pappe, dann fliegt er schon da rein. Ja, klar! Hau ihm einen auf die Pappe! Hau ihm einen auf die Pappe, los! Feuer! Klar, ich schlag meinen eigenen Golem, bin ich denn doof? Ja, der tut dir nix. Magma Cream. Ich mach's jetzt anders. Peter da! Ja, wir haben eine neue Aufnahmesession gestartet. Naja, du hast nicht Hallo zu unseren Freunden gesagt. Freunde? Oh, ja, wir sind doch nicht unsere Freunde, das kannst du voll vergessen. Hallo, ja, ich war gerade in Löris in der Schüssel ausdrücken. Tut mir leid, dass ich da war. Oh nee, fängt das schon wieder an. Was denn? Ich wollte das jetzt. Tut mir leid. Also, kann ich nichts dafür. Ich hab gesagt, ich gehe mal kurz AFK. Was war's, Jürgen Würgen, ja? Ja, ich war in Jürgen Würgen. Mann, ey. Sagt Hallo zu meinem Jürgen. Jürg den Würgen, genau. Jürg den Würgen, ja. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Alter, verpisst du Mistvieh. Nein, nicht hier drinnen. Was hat's Bumm gemacht, oder was? Ich musste gerade an so einen Hund denken, der Film reinkommt und... Was hast du mit Hunden? Wenn ich sag, ich muss ins Bett. Leg mal einer an Sauerstoff, der hält für Till. Aha. Keine Luft mehr. Nicht wahr, ey. Ihr müsst euch vorstellen, wie Kenny so vor seinem Rechner sitzt, dein Hund reinkommt und Kenny nur sagt, oh mein Gott, nein, nicht hier drin, du Scheißvieh. Und dann liegt vor so ein Haufen auf seinem Teppich, Alter. Was für Kenny? Dann geht Kenny in den Rage-Mode, da kannst du aber zwei drauf lassen. Fuck. Weißt du, ich bin letztens schon in den Raid-Mode gegangen, da war meine Mutter zu Besuch hier mit ihrem neuen Hund, ja. Was macht das Vieh, das allererste? Auf den Teppich. Hat Till ja den Kern getroffen, der ganzen Sache. Dem Vieh kann man nicht böse sein, weißt du, das ist so klein und wutschelig und... Ach, dumm. Hey, dumm ist der nicht. Für mich ist das aber persönlich. Ich persönlich sehe das nicht als Hund an. Das ist eine Ratte. Wowa. Ja, sieht deine Mutter diese Let's Plays? Das kann sie gern hören. Mutter, dein Hund ist eine Ratte. Das weiß sie. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich das so sage. Oh, Kabli. Blöder Golem. Na gut, habe ich ihn eben im Keller eingesperrt. Das ist mein Sklave. Ist er sowieso. Was ist das schon? Dein Liebessklave. Wo sind ja andere hin, Mann? Ich hatte doch zwei. Wenn jemand meinen Golem sieht, schickt ihn bitte zurück. Wie macht man nochmal? Fabius Golem möchte gerne bei der Hauptschule abgeholt werden. Fabius Golem möchte gerne bei der Hauptschule abgeholt werden. Nimmst du nochmal Schuhe? Bei links der rechts. Jo, zwei klingeln lassen. Ah. Magi. Guck mal, Anna, dafür, dass du nachher meine Kisten sortierst, schicke ich dir auch weiter gute Musik. Oh. Ich steh schon. Würde ich nicht drauf eingehen, Anna. Lass das nicht die GEMA hören.
machst. Lachst? Ich dachte, wenn die bei dir vor der Haustür stehen. Mach die Shotgun raus, Alter, geht richtig ins Gesicht. Genau. Hey, Level 30, einer Aufsicht, ja? So, wo muss der Scheinbolem hin? Ja, ich bin auch schon Level 30. Ach, der eine ist im... Ich bin 14. Und ich habe es geschafft, mir eine Rüstung zu bauen. Stimmt, Rüstung. Meine ist ja so gut wie kaputt. Und jetzt juckt mir... Micha, war ich nochmal irgendwann D3 Let's Playen? Ja, ich mal. Ich bin mein Level 60 Mate. Genau. Micha, wollen wir nicht mal irgendwann DZ Let's Playen? Können wir auch tun, muss ich ja erstmal kaufen. Auch. Will ich aber nächste Woche auch machen. Ach, der ist schon wieder nicht da. Das ist die ganze Zeit. Sollen wir irgendwann RL-Videos machen? Hm? Was? Wir haben sie wieder nicht richtig hingehört. Ey, was hast du gesagt? Naja, guck dich das Video an. Könntest Ach, Fabian, du das bitte gesagt, wiederholen? Willst du mit mir WoW Let's Playen? Ja, kein Problem. Wenn das neue DLC rauskommt, machen wir das gerne. Also, ich bezweifle, dass das irgendjemand sehen will. Jo, wie scheiße. Ach, was? Ich meine, ich hab jahrelang gespielt, aber mittlerweile ist es langweilig, oder? Was war, Kenny? Sei doch mal ehrlich. Micha, willst du nicht mit uns DayZ Let's Play? Ich hol mir das nicht. Ich hab kein Pfennig Geld dafür. Ich hab mir letztens schon überlegt, ob ich mir das mal holen soll. Also Arma 2 liebe Community, überredet Michael dazu... Oder kauft sie ihm. Ja, genau. Nein. Spenden werden gerne angenommen. Nein! Wir können auch so eine Aktion machen. Schickt Michael ein Spiel, was natürlich Geld kostet, und das muss er dann let's playen. Das muss er dann let's playen, wie nett. Singleplayer, genau, oh yeah! Ja, warum bleibt sonst der Spaß? Oder irgendwer von uns muss es dann let's playen. Ich bin der Erste, der es der Geld schickt oder irgendwas schickt, damit mich ein Singleplayer Let's Play macht. Oh ja. Yeah. Wie nett. Micha! Quit living on this! Micha! Sei ich fertig? Mhm. Oh, das ist so gestimmt. Was, du bist gleich fertig? Mhm. Ja, sie steht schon da. Der Wert ist so. Oh Gott. Ich bin wieder weg. Ich hab dich schon bezahlt, bleib hier. Oh Gott. Was? Das kommt falsch rüber. Los, zurück in die Küche. Du weißt ja, wo die ist. Ja. Wie hast du die Ketten aufbekommen? Die Ketten, die ich dir am Fuß gebunden hab, damit du in der Küche bleibst. Oh, und wir dürfen keine frauenfeindliche oder Schulenwitze machen, weißt du? Wir sind nicht frauenfeindlich. Einen sind wir nicht. Nur Kenny. Wir haben sogar extra zwei Frauen in einem Let's Play. Damit das so aussieht, als wären wir nicht frauenfeindlich. Ja, genau. Tarnung. Alles Tarnung. Aua, was soll denn sowas? Nicht mit dem Schwert, au! Ah! What the fuck, wieso hab ich denn kein Holz? Hab ich noch Holz? Ich hab noch Holz. Ah, genau, Holz, jede Menge. Kannst du mir helfen? Genau. Auch das noch. Ja. Da gibt's auch ein Lied extra. Anne, lass deine Dienste mit Diamonds bezahlen. Nee, Musik ist viel besser. Ist viel leichter. Betonung liegt auf Bass. Sir? Hm? Das ist ja nicht blöd. Musik ohne viel Bass ist scheiße. Nein. Natürlich. Nein. Zumindest ist das mein Geschmack. Ja, das ist hier was anderes. Anna, sei nicht blöd. Aber über Geschmack lässt sich doch bekannterweise streiten, das wisst ihr doch. Was ist Kenny? Über Geschmack oder Religion. Lass dich mit Diamond bezahlen. Was mit der Religion? Ich will mal lieber lassen jetzt. Ich würde sagen, also da gibt es momentan genug Ärger. Eigentlich wollte ich es ja schon machen für nix, aber... Ja, wenn oh, sagst, du wolltest es machen für nix? Oh, hä? Ja. Und dann kam Kenny mit den Diamanten, also, Yeah, mach hey, nackig. Ich hab deinen Eltern versprochen, wenn sowas hier passiert, mich mit denen in Verbindung zu setzen, ne? Keine Prostitution hier.
Ich soll seine Kisten aufräumen! Warte, Leute, was bist du denn, Mann? Micha, du hast mit meiner Mutter gesprochen? Nein, mit deiner noch nicht. Ich hab mich gerade vor, wie gesagt. Lassen Sie mich aufmachen. Ich hau ab, ey. Lassen Sie mich aufmachen. Micha, du willst also mit meiner Mutter sprechen? Ich glaube, es wird Zeit, ja. Scheiße, ich hab keinen Fall. Nein! Sag es einfach mal gekonnt. Nein! Du gehst auf Nummer sicher, ja? Das Schöne daran ist, ich bin alt genug, du brauchst nicht mit meiner Mutter zu reden. Ey! Das ist wohl wahr. Ist es herrlich, daran älter zu sein? Mach nichts falsch, Susanne. Guck nur, ich hab keine Pfeile, warte. Ja, jetzt weiß ich aktuell gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich bin hier so unten so einsam und alleine. Kommt sonst. Geh doch jetzt nicht schon wieder hoch. Knopf. Nein, nicht umziehen. Will ich denn da oben? Weiß ich nicht. Mit Bauratten zu gucken, mach ich auch. Der Bär aus dem Sumpf kriecht mal ans Tageslicht. Wow. Außerdem wollte ich mir mal Krongs Haus ansehen. Ich wusste gar nicht, dass wir Krong auf dem Server hatten. Ja, der war auch mal hier ein paar Tage. Weil, faszinierend, der kam hier hin, hat nur ein Haus gebaut und hat sich wieder verpisst und niemals Hallo gesagt dazu, wirklich. Ja. Unverschämt, ne? Ja. Das ist Niki. What the fuck? Nope, nope. Boom, das Boom fehlt. Nee. Oh, meinst du, du bist clever, hä? Man kommt nicht über deinen Zaun. Ich musste mich da auch schon ein paar Mal drüber bauen. Ich hab mich nicht drüber gebaut, ich bin einfach. Geradeaus durch. Alter, genau! Pass auf, jetzt hat er hier ein Schlafzimmer. Ah ne, da hat er den Nether. Das ist fast original Gronks Hütte. Der hat nur ein paar Umbauten vorgenommen oben unterm Dach, damit er da ein paar Sachen anders hinbauen kann. Ja, ich seh's. Ihr wart auch schon im Nether, stelle ich gerade fest. Ja, das auf jeden Fall schon öfters. Oh ja. Ja, was soll's denn? Lass ruhig langsamer arbeiten. Lua hat halt keine eigenen Ideen. Aber wie nett du zu ihm bist. Der weiß das. Uns hat er gesagt, er wollte das schon mal nachbauen. Schon immer mal nachbauen. Ja, ja. Noch Treppen holen. Das ist oder bauen. Boah. Ach, ich baue doch hier, wer ist denn hier die Kanalisation? Ah, das ist die Ecke, wo das Labyrinth dann wahrscheinlich ist, oder was? Dann kann ich auch wieder bauen. Aber jetzt habe ich eine gute Idee, dankeschön. Ey, du gehst nicht wieder da rein ohne. Du weißt ganz genau, was du für eine Regel. Nein, das Schild ist abgebaut worden. Haust wieder ran. Was? Ja, genau, du hilfst dir einen Arsch, genau. Geht das nicht mit euch? Was? Wie schön, dass hier bei euch alles aussieht und bei mir. Schön? Willst du mich verarschen? Ich hasse die Leute, dass man Treppen falsch schon mal hinsetzen kann. Das nervt zu hart. Das mit den Treppen geht ja noch, da gibt es eine einfache Methode, ja. Aber mit dem Holz, das ist das Problem. Anna haut mich immer. Ganz genau. Oh. Tut voll weh. Treppen einfach nur oberhalb. Auch wenn mal das Zeus da oben. Genau. Was Zeus da oben gerade macht. Ja. What the fuck, was ist denn das Ding da hinten mit dem ganzen Kloster? So, jetzt fehlen nur noch Kisten. Wir hätten ein Haus aus Wolle gebaut. Nein. Das Lukas. Das weiß Anna natürlich, ne? Das weiß Anna. Ja, ja. Du musst aber hier so. Micha, also Inneneinrichtung top, muss man ja schon sagen. Ich hab mich lieber erstmal um. Gar nicht, ne? um alle möglichen anderen Sachen hier gekümmert. Aua. Ich weiß, wo ich jetzt gleich erstmal hingehe. Seeröschen. Check ich jetzt auch gerade nicht. Seeröschen. Du meinst Seemöschen, ne? Ja, genau. Das hab ich mir nur gedacht und hab's extra nicht gesagt. Ja. Das, ab jetzt nennen wir das nicht mehr Seeröschen, sondern Seemöschen. Ach, ich bin übrigens gar nicht geklickt. Was ist hier los? Werden wir jetzt hier zum Werwolf, wenn wir hier reinkommen, oder was? Skyrim ist grüßen.